Herzlich willkommen auf unserem Kanal zu einem neuen Video. Ich zeige euch jetzt, wie ich diese Kerze hier gegossen habe mit einer Kerzengießform. Alle Produkte dafür findet ihr in unserem Online-Shop. Das hier ist jetzt die Kerzengießform, die ist zweiteilig. Dafür gibt es dann noch so Klammern und ein Silikonband, was innen eingeführt wird, damit die Kerzengießform ganz dicht verschließt. Und ursprünglich ist es eigentlich gedacht, dass ihr die eben so zusammen macht und dann direkt die Kerze gießt. Ich werde jetzt aber mit drei verschiedenen Farben die Kerze ausgießen, weil sie eben innen so Stufen hat. Da seht ihr schon, die Tannenbäume sind, könnt ihr in drei verschiedenen Stufen gießen. Und das habe ich gemacht und euch dabei mitgenommen. Einmal lege ich mir jetzt die Kerzenform so zurecht, dass sie offen liegt und dass sie vor allem gerade liegt, dass sie jetzt nicht hier irgendwie schief ist oder so, sondern dass ihr schön gerade eine gerade Fläche habt. Dann nehme ich mir unsere Schmelzkelle, gebe etwas weißes Kerzenwachs hinein und lasse das auf dem Wasserbad schmelzen. Und sobald es geschmolzen ist, gebe ich einige Färbepastillen in das Kerzenwachs hinein, also nicht viele, weil ich fange jetzt erstmal mit einem helleren Grünton an. Ihr könnt da übrigens jeden Farbton machen, den ihr möchtet. Ich habe mich jetzt aber an Grün orientiert und fange jetzt einfach mit einem hellen Grünton an. Gebe ein paar Tropfen auf einen weißen Teller von dem Kerzenwachs. So sehe ich, wie die Farbe aussieht, wenn das Wachs gehärtet ist. Jetzt war mir noch ein bisschen zu hell, deswegen habe ich noch mal ein bisschen nachgefärbt. Lass jetzt die Pastillen im Kerzenwachs auch sich komplett auflösen und teste das jetzt hier noch mal. Und wenn ich dann so zufrieden bin mit der Farbe, dann gieße ich ganz vorsichtig den kleinen Tannenbaum in der Kerzengießform mit dem Wachs aus. Und da empfiehlt sich einfach die Schmelzkelle mit dem kleinen Ausgießer. Da könnt ihr wirklich sauber und sehr genau arbeiten. Dann lasse ich das kurz fest werden. Das geht auch recht schnell bei dieser dünnen Schicht. Und färbe mir das Kerzenwachs jetzt schon mal noch mehr mit Grün ein. Also ich bleibe bei der grünen Farbe, aber gebe jetzt noch ein bisschen mehr dazu. Und jetzt muss ich mir meine Kerzenform noch ein bisschen abdichten, weil die hier ja jetzt die Öffnung hat, wo man eigentlich die Kerze drin gießt. Ich möchte jetzt aber die zweite Stufe gießen und dichte mir jetzt einfach mit unserer Kerzendichtmasse diese Öffnung ab. Die Dichtmasse ist hitzebeständig, also der macht es gar nichts, wenn sie mit heißem Kerzenwachs in Berührung kommt. Und sie ist ganz flexibel formbar wie Knete. Und so kann ich die jetzt einfach in die Kerzenform hineingeben und mir das Loch verschließen. Und kann dann eben problemlos auch die nächste Schicht eingießen. Da habe ich mir jetzt auch nochmal meinen Farbton abgestimmt, dass er ein bisschen dunkler ist wie die erste Schicht. Und dann gieße ich eben die zweite Schicht oben drauf. Auch das wird relativ schnell fest, das dauert gar nicht lange. Und in der Zwischenzeit bereite ich jetzt die Kerzengießform weiter vor. Einmal könnt ihr die Dichtmasse unten wieder entfernen. Dann gebe ich das Silikonband in die vorhergesehene Rille rein. Da ist extra eine Rille in der Kerzengießform, wo ihr dieses Silikonband entlang führen könnt. Das mache ich jetzt einmal, damit die Kerzenform komplett dicht ist. Dann darf man natürlich nicht vergessen, den Kerzendocht hineinzulegen. Da hat man jetzt gar keine Probleme beim Einfädeln. Den legt ihr einfach erstmal in die Mitte hinein und verschließt die Kerzenform mit den beigefügten Klipsen. Da habt ihr jetzt vier dabei. Das ist wirklich vollkommen ausreichend bei der Kerzenform. Und dann mache ich mir auf der Spitze den Kerzendocht mit der Dichtmasse wieder fest. Verschließe hier das Loch und drehe die Kerzenform jetzt einmal richtig um und fädel die Dochtnadel einmal durch den Kerzendocht hindurch. Spanne es ein bisschen und dann lasse ich das hier
so mittig stehen, dass der Kerzendocht wirklich mittig ist. Das zeige ich euch jetzt hier auch nochmal, dass man sieht, eigentlich ist die Kerze hohl bis jetzt, aber das füllen wir jetzt gleich nochmal auf. Wichtig ist eben nur, dass der Docht mittig sitzt. Jetzt habe ich mir das Kerzenwachs nochmal mit meinem letzten Grünton eingefärbt, also einfach nochmal etwas mehr Wachsfarbe hinzugegeben. Und dann gieße ich jetzt die Kerze einmal komplett innen auf mit dieser Farbe. Lasst immer gerne ein bisschen Wachs übrig. Oft passieren Senklöcher beim Gießen von Kerzen, dass das Wachs so nach unten sinkt. Da könnt ihr dann einfach nach und nach immer wieder Wachs aufgießen, bis das Loch wirklich komplett verschlossen ist. Dann entferne ich die Klammern und die Dichtmasse und die Dochtnadel und entforme ganz vorsichtig die Kerze. Da ist es gut, wenn ihr einfach an jeder Seite ein bisschen zieht und drückt, bis sich die Form von der Kerze löst. Da sieht man jetzt schon die eine Seite und auch von der anderen Seite ging es ganz leicht raus. Hier sieht man, dass mein Kerzendocht nicht ganz gerade drin war. Passiert ist aber jetzt auch nicht weiter schlimm. Und wenn an der Seite so ein bisschen Wachs übersteht, das könnt ihr einfach mit dem Finger wegmachen, mit dem Fingernagel. Oder ihr nehmt euch ein kleines Messer zur Hilfe und macht die Kanten ganz schön glatt. Das ist jetzt meine Tannenbaumkerze. Alle Produkte dafür verlinke ich euch gerne unterhalb des Videos. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt.